Hallo YouTube, wir sind mal wieder live unterwegs auf Twitch und wir nehmen das Ganze auf, weil wir cool sind und wir spielen hier Planet Crafter. Endlich geht's weiter. Ich wollte es eigentlich schon die ganze Zeit weiterspielen, aber leider wurde ich immer wieder aufgehalten von bösen Menschen, die mit mir irgendwas anderes spielen wollten. Und das Spiel ist leider ein reines Singleplayer-Game, auch wenn es natürlich auch ganz cool im Koop funktionieren würde. Ich weiß gar nicht mehr, was wir überhaupt gemacht haben. Ich bin schon total verwirrt. Ich weiß nur, wir wollten umziehen, weil wenn wir diesem Planeten irgendwann Leben einpusten, dann kommt auch das Wasser. Und wenn das Wasser kommt, ersaufen wir. Wir sind hier in einem Tal, wo wir ertrinken werden. Und deswegen nichts wie raus hier. Nichts wie raus hier. Flucht aus dem Tal. Schnärkel 88. Dankeschön. So, das hier muss alles weg. Das hier muss alles weg. Ich habe die Steuerung ein bisschen verlernt. Was ist zerlegen nicht möglich? Doch, hier. So, Heizung ist zerlegt. Jetzt schnell wieder zurück. Weil wir müssen den Planeten restaurieren. Das ist sehr, sehr hart. Ein undankbar widerlicher Job, denn Greis Industries hat diesen Planeten komplett vergammeln lassen. Der war mal wunderschön. Dann kam Greis Industries, danach war alles Kacke. Jetzt legen wir mal los und bauen Dinge. Wie baue ich hier nochmal? Hier. Heizung T2. Dafür brauchen wir Alu. Aber wir sind voll. Was will ich denn alles bauen? Wir bauen halt hier auch die Bohrer. Auch wichtig. Vielleicht hier Heizung hinsetzen. Weil die muss man drinnen bauen. Haben wir Alu? Eisen, Titan, Alu. Zwei Stück. Perfekt. So. Thomas, Dankeschön. Dankeschön, Thomas, für diesen unglaublich erotischen Sub. Titan fehlt jetzt und Iridium. Mhm. Und haben wir davon gar nichts mehr? Das war aber hier, oder? War das nicht direkt hier? Jo, hier drüben. Ich hab was in der Hose. Snout Beetle! Sehr cool, dankeschön. So, Iridium ist am Start. Wir bauen hier ein bisschen was. Wir spielen jetzt ein bisschen Planet Crafter. Endlich weiter. Hype Train läuft. Aber werden wir so einen Ultra-Hype Train bekommen? Nicht vergessen, ihr könnt das alles dann auf YouTube nachgucken. Der Chat ist da. Aber wo bist du, lieber Zuschauer? Wo bist du gerade? Wo bist du gerade? So, Heizung. Magnesium. Kobalt. Mal hier alles rein. Silizium. Haben wir hier drüben. Eisen. Water. Nehmen wir unsere Maschine, wo wir Sachen bauen können. Bisschen Wasser herstellen. Dankeschön, Hauptfeldwebel. Thomas, Dankeschön. Mr. Bubbles, Dankeschön. Für diesen Mega-Support mal wieder. Dickes, fettes Dankeschön. Wir brauchen Zeug erstmal. Wir brauchen Zeug.
Silizium. Ich muss erstmal hier durch die Gegend und alles nehmen, was nur irgendwie geht. Magnesium. Oh, Thomas, what? Eine 10er Bombe. Da freut sich YouTube, weil die dann wieder sagen, oh, man versteht ja gar nichts, weil du wieder mit Geld zugemüllt wirst. Dankeschön, Thomas. Ich hab was in der Hose für dich. Ein Zehner reingedrückt. Einfach so eiskalt, weil das kann. Dankeschön. Ich hab was in der Hose für dich. Großes, großes Dankeschön. Mega Dankeschön. John Capone. Ich hab was in der Hose für dich. So, also wie gesagt, meine Vorräte sind gerade ziemlich leer gelutscht. Deswegen müssen wir jetzt erstmal hier gemütlich ein bisschen was sammeln. Ich hab was in der Hose für dich. Ja, greif doch einfach in die Tasche und schau, was es ist. Eigentlich bin ich ihr die stille Zuschauerin, aber nun muss ich es doch mal loswerden. Deine Videos, Sprüche, Charakter einfach top. Hoffe, du machst weiter so, vor allem mit Horror-Streams. Bestimmt, ja. Kiesschur ist ewig. Oh, mir geht der Sauerstoff aus. Oi, ich will nicht alles verlieren. Jetzt aber schnell hier rein. Kiesschur ist ewig. So, weg. Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal ein bisschen wieder die Kisten voll. Haben wir Eisen? Habe ich Eisen gefunden? Eisen scheint gerade sehr selten zu sein. Silizium. Nochmal ein bisschen Titan haben wir hier und jede Menge Magnesium. Ich hab was in der Hose für dich. Ja, greif doch einfach in die Tasche und schau, was es ist. So. Snout Beetle, Dankeschön für 200 Bits. Dankeschön. Ey, ich finde so viel Magnesium und Kobalt. Aber ich brauche eigentlich im Moment am meisten erstmal wieder ein bisschen Eisen. Titan geht auch immer, aber wir brauchen für die Bohrer Eisen. Aber irgendwie habe ich alles an Eisen hier schon konsumiert. Eins, endlich. Endlich mal wieder eins gefunden. Gerade im Moment sehr mühselig voranzukommen. Ja, wir müssen halt gucken, dass wir ein bisschen vorankommen. Aluminium, endlich. Auch voll selten geworden, Alu. Titan finde ich super viel. Es ist immer so genau, dass man die Sachen findet, die man eigentlich gar nicht braucht. Und dann findet man irgendwie Sachen, die man nicht braucht im Übermaß. Und sobald man aber diese Sachen, die man davor im Übermaß gefunden hat, plötzlich benötigt, sind die alle weg. Das ist immer so ein Phänomen, ne? Okay, Sauerstoff geht schon wieder gut runter. Ich glaube, wir müssen zurück. Aber die Beute war doch gar nicht mal so kacke. Virus! Virus, 1000 Bits. Dankeschön, Virus. Ich muss zurück. Schnell. Dankeschön. Da ist er. Ewig und 100 Jahre schon dabei, der Mann. Ich hab was in der Hose für dich. Ja, klar, wenn ich die alte Basis zerkloppe, bekomme ich wieder Ressourcen zurück. Aber wir müssen trotzdem mal wieder ein bisschen auffüllen. Alter Sunshine Girl, der Zug. Er fährt. Alu. Ich habe ein bisschen Alu gefunden. Deswegen machen wir es gleich mal hier rein. Ich bräuchte eigentlich noch eine Kiste, ne? Oder ich bräuchte bessere Kisten. Das wäre eigentlich auch ganz geil, wenn wir die endlich mal hätten. Eisen kosten die. Gut. Ist das Zeug? Iridium. Ich hab was in der Hose für dich. Ja, greif doch einfach in die Tasche und schau, was es ist. Ziemlich viele Is im Iridium. So, also wir gehen jetzt zurück. Wir waren gerade dabei, den großen Umzug zu machen. Und Operation Umzug setzen wir natürlich fort. Ganz klar, gar kein Thema. Müssen wir machen. Und ich habe gesehen, da hinten ist noch ein Schiff. Vielleicht gehen wir auch ganz kurz hier rein. Auf dem Weg ein bisschen Eisen snacken.
Und hier ist wieder ein bisschen was gelandet. Was haben wir hier? Silizium. Oh, da hinten ist eine Kiste. Die schauen wir uns mal an. Naja, nehmen wir alles mit. So, Kisten kann man natürlich auch zerlegen, auch wenn sie nicht unser eins ist. Mein Sauerstoff ist schon wieder ziemlich low. Aber ich habe hier gerade einen ordentlichen Eisenrun. Start die Apollo, was geht? Planetensäubern, den Kreis versaut hat. Ihr kennt's. Er macht den Schaden, ich räume es auf. Wie im echten Leben, ist wirklich so. Er ist im Urlaub, dann kommt er zurück und sagt, haha, ich hatte mal wieder geil Urlaub, was machen wir? Wollen wir ein bisschen das und das spielen, damit alle meine Zuschauer wieder wissen, dass ich da bin? Und dann läuft sein Laden einfach wieder weiter. Und wenn ich im Urlaub wäre, würde er sagen, pff, ist mir doch scheißegal, Kies. Schieb's dir mal hinten und vorne rein. Urlaub hast du nicht verdient, Alter. Also Urlaub sehe ich bei dir ja so gar nicht. So, wir haben schon die etwas besseren Bohrer, und zwar die T2-Bohrer. Da drüben haben wir so eine Bohrerkolonne. Da bauen wir die hin. Es fehlt mir Titan. So, ich habe doch jede Menge Titan. So, Eisen. Hau ich hier mal ein bisschen was rein. So, das kann ich mal essen. Sauerstoff brauche ich. Gib mir mal so eine mit für einen Notfall. Warum habe ich schon wieder so einen Durst? Was stimmt denn mit dem Kerl hier nicht? Der hat so schnell Durst. So, haben wir hier zwei Bohrer gedroppt. Ich habe was. Alright. Start die Apollo, Dankeschön für deinen Stufe 1 Sub. Alu-Magnesium. Nein, ich will das nicht benennen, sondern ich will Magnesium hier reinpacken. So. Haben wir noch Eisen? Nee, aber hier noch ein Titan. Die Kisten gehen halt auch super schnell leer. Man denkt, man hat viel und dann realisiert man, wow, eigentlich habe ich doch nicht so viel. So, ich mache mir jetzt hier noch eine Sauerstoffkartusche und dann würde ich sagen, ziehen wir los und gehen mal ins Schiff. SDRG und halten für mehrfach. Okay, dankeschön für den Tipp. Ich versuche daran zu denken. So, dann gehen wir mal in das Schiff, weil ich glaube, das habe ich noch gar nicht komplett gelootet. Und da hinten war auch noch ein riesiges Schiff. Wir müssen forschen. Und jetzt habe ich auch eine Taschenlampe. Wir müssen forschen, forschen, forschen und natürlich die Basis abreißen. War ich hier schon komplett drin? Ich weiß es nicht. Jump mal ein bisschen durch. Kann sein, dass wir doch hier drin waren. Was hier... Nix. Okay, hier waren wir doch schon komplett drin. Egal, ich nehme noch den Kram hier mit. Zerlege Trümmer, ach so. Ah, hier ist noch ein bisschen was. Alright, Stoff. Ja, wir alle wissen, wie selten Stoff in dem Spiel ist. So, ich nehme mal Luft. I'm going to make our country rich again. What? I am your voice. What is going on?
I alone can fix it. We will make America strong again. Alter. We will make Alter. America proud again. Chrissy. And we will make America für die Grillparty. Great again. God bless you and good night. I love you. Er schmeißt mir Herrn Donald Trump zu. Dankeschön. Für die Grillparty. Großes Dankeschön. 107. Exo T2 freigeschaltet. Erstmal wieder zurückkommen. Erstmal ein bisschen Wasser wieder zum Schlabbern machen. Für die Grillparty mit Affenpocken nächstes Jahr. Ey, die Leute haben so einen Affenpocken-Fetisch, ne? Die haben so Bock drauf. Alle so, ja, Mann, Affenpocken, ich brauche ich jetzt. Ich brauche endlich mal dick Affenpocken. Ich kann einen Schrank bauen. Boah, geil. Ich kann jetzt einen Schrank bauen. Das turnt mich schon ein bisschen an, so ein Schrank. Hab ich schon ultra Bock drauf. Was passt denn da so rein? Uff. Ich liebe dich, Schrank. Kann man den auch beschriften? Nee, ne? Hm. Kommando zurück. Ihr bleibt erstmal hier drin. Der Schrank ist dann erstmal für alles andere. Hier so für fancy stuff. Ich brauche einen größeren Rucksack. So, was haben wir denn hier alles Neues? T1, T2. Dafür brauche ich aber diese Superlegierung und Stoff. Habe ich die schon T2 gemacht? Ich habe T2. Nee, nee. So, gib mir mal den Quark hier. Eins kann ich direkt trinken. Hier drüben ist Iridium. Gut, dann würde ich sagen, begeben wir uns in neue Tiefen. Aber wir bauen nochmal hier eine Ladung Bohrer. Was war das? STRG-1 oder STRG-Halten? Q. Wo ist er hier? Der Billigbohrer STRG. Ah, okay. Das macht die Sache doch ein bisschen angenehmer. Das war's. Boah, es wird so ewig dauern, bis das hier mal ein Planet ist, mit dem man irgendwie arbeiten kann. Das wird echt, das zieht sich. Ich glaube, das ist ein sehr langes, sehr anstrengendes Unterfangen. So. Jetzt habe ich Eisen. Aber der andere Kram fehlt mir. Ich pack dich nochmal hier drüben rein. So, ich brauche Sauerstoff. Wir machen nochmal eine kleine Tour de Lutsch. Du musst den Schrank drehen. Was? Der Schrank war... Macht das nicht automatisch? Der Schrank ist... Ich dachte schon, der sieht komisch aus. Du musst den Schrank drehen. Wo ist denn jetzt hier der Schrank? Moment, jetzt ist er korrekt. Ach, und jetzt kann ich ihn... Ja, jetzt... Okay, jetzt ergibt das schon irgendwie Sinn. Ich dachte schon, der sieht schon ein bisschen komisch aus. Zeugs. Okay, hier kommt trotzdem mal Zeugs rein. Das ist einfach mal der Zeugsschrank. Da ist auch ein Pfeil dran, der Chat hier wieder, ne? Die sind alle so neunmal klug. So, ein bisschen Eis nehme ich mit, weil Wasser. Wir gehen nochmal zur alten Basis, reißen da wieder ein bisschen was ab. Müsste eigentlich auch hier mein Mega-Gebäude noch ein wenig erweitern. Titan ist super wichtig jetzt wieder. Das meine ich. Die ganze Zeit habe ich Titan gefunden und jetzt plötzlich denke ich mir so, Mann, hätte ich gerne ein bisschen mehr Titan. Jetzt vermisse ich meinen Titan dann doch irgendwie. Aber zum Glück liegt hier ein bisschen was rum. Ach Quatsch, wenn ich irgendwas handwerklich zu Hause mache, heißt es immer nur, wow. Geiler Typ, hätte ich nicht gedacht. Hast du gut gemacht. Ich kriege immer nur Liebe, Lob und Zuspruch in meinen Handwerksaktivitäten. So, die hauen wir mal alle weg. Alright, das war's schon wieder. Kann schon wieder zurück.
Was? VIP Sterzig schaut zu. Jetzt ist er hier undercover und beobachtet mich. Es ist auch so einer, der Mann. Wann kommen die Slot-Streams? Nie? Absolut nie? Wann sollen die denn jemals kommen? So, wir jumpen jetzt erstmal wieder zurück. Aber ich mag das Spiel echt gerne. Ich muss sagen, ich finde das gut, weil das ist so... so entspannt. So therapeutisch. Ist einfach ein angenehmes Spiel, wie ich finde. Was haben wir denn hier? Wir brauchen das hier. Wo setzen wir die denn hin? Ich muss hier meine Basis auf jeden Fall erweitern. Sterzig ist nur hier. Weißt du, Sterzig ist so jemand, der schlängelt sich so von Stream zu Stream und versucht dann gratis Subs zu bekommen. Das ist so sein Ding. Das ist so ein klassischer Sterzig-Move. Sterzig ist so eine parasitäre Stream-Einheit. So, können wir direkt die nächste Röhre machen. Press an Press. Warum tragen Hexen keine Unterhosen? Ich kann es hier nicht beantworten. Für was sind eigentlich die Samen gut? Ich wurde enttarnt, auf zum nächsten Stream. Ja, dann viel Spaß, Sterzig, ne? Viel Spaß. Du kleiner Parasit. So, Eisen nochmal hier rein. Ich bräuchte eigentlich... Für Eisen könnte ich mir eigentlich auch jetzt einen Schrank machen. So, wir wollten Sauerstoff machen. Machen wir das jetzt? Nee, wir lassen erstmal noch die Sachen hier. Alles mal da rein. Kleinen Snack. Sterzig, um die Uhrzeit musst du doch eigentlich schon im Bett sein. Ah, okay, die Samen kann ich später anpflanzen. Alles klar. Sagt der Rentner also bitte. Ich bin in so einem Alter, ich kann mittlerweile selbst entscheiden. Ja, 24 Jahre, ich kümmere jetzt eine Vaterfigur. Ja, aber weißt du, ich will es aufholen. Ich will meine Fehler wieder gut machen, Sohn. Ich habe dich nicht aufgegeben, Junge. Ich habe dich nicht aufgegeben, also gib du auch nicht mich auf. Da habe ich die Samen hier reingehauen. Eigentlich voll unnötig. Naja, man lernt nie aus, ne? Ich glaube, ich habe irgendwie Sterzigs Gefühle verletzt. Sterzig, guck mal. Es gibt neuen Content hier in deinem Lieblingsspiel. Ready or not. Da gibt es endlich neuen Content. Und da müssen wir beide eigentlich ran. Die Leute sagen die ganze Zeit, wann ist wieder Vater und Sohn im Dienste des Gesetzes unterwegs. Wann räumen die beiden Boys wieder auf? Ja, Sterzig, da musst du einfach nur fragen, Vater, wann hast du Zeit? Und dann sage ich, Sohn, für dich immer und dann machen wir das Ding. So, hier was reinhauen, ne? Hast du nicht Urlaub eigentlich im Moment? Ich meine, Urlaub ist auch so was Skurriles. Ich will gar nicht wissen, wie sieht so ein Urlaub bei Sterzig aus? Kann man es gar nicht vorstellen. Was machst du denn in deinem Urlaub? Hast du nicht heute gestreamt? Was ist das denn? Ist Stream nicht dein Job? Also, ist es eigentlich gar kein richtiger Urlaub, oder? Keystro-Videos, das ist eine gute Antwort. Das ist eine verdammt gute Antwort. So holt mein Sohn die verlorenen Jahre auf. Er schaut einfach meine Videos und fühlt sich da hinein.
So, ich brauche mal ein Wasser hier noch. So, jetzt nehmen wir erstmal den Laden hier drüben auseinander, ne? Haben wir dich schon gelootet? Ja, deswegen komm weg. Das ist echt cool und unheimlich. Das ist echt cool und unheimlich zugleich. Das ist ein merkwürdiges Gefühl. Aber ich habe dir schon erklärt, ich habe jetzt eine neue Familie, ne? Die du leider nie kennenlernen darfst, weil die finden dich gruselig. Okay, damit kann ich Nahrung züchten. Okay, wir haben einen neuen Chip. Ja, Sterzig, dann guck mal hier nach einem Termin für Ready or Not. Anscheinend hast du ja abends Langeweile, ne? Dann können wir gemeinsam gegen das Böse kämpfen. Warnung, Sauerstofflevel niedrig. Ha! Nicht mit mir. Eigentlich habe ich eine echt coole Location. Ich mag es, wie hier Gestein auf meine Basis bröckelt. Ich lebe gefährlich, wie im echten Leben. Sammel du erstmal deinen Titan. Isst du erstmal deine Kürbiskerne auf. So, ich bräuchte jetzt hier nochmal so einen Zylinder. Eis. So, was fehlt noch? Magnesium haben wir genug. Aber ich nehme hier eins mit. Und unser Ziel ist die Zahl oben, ne? Erschaffe einen blauen Himmel. Also wir sind... Es ist schon schöner geworden hier, oder? Was meint ihr? Es sieht schon... durchaus... ein bisschen schöner aus. So. So. Hier noch was hin, hier noch was hin, hier noch was hin. Dann machen wir uns mal richtig schön dick Sauerstoff. So. Ich mache jetzt einen Schrank für Eisen. Das reicht mir jetzt. Hier kommt Eisen rein. Das ist eh das Wichtigste überhaupt. Eisen.